Wir schauen uns jetzt an, wie man sich auf YouTube ein Video anschaut. Dazu gehe ich jetzt einmal oben rechts auf die Suchfunktion und suche nach Kabel Plus zum Beispiel. Also wie gesagt, ich kann hier jedes erdenkliche Suchwort eingeben. Aber jetzt einmal, um es zu veranschaulichen, ich habe jetzt nach Kabel Plus gesucht. Jetzt wird mir der Kanal von Kabel Plus angezeigt und hier wähle ich jetzt einfach irgendein Video aus. Zum Beispiel dieses hier, dann startet das. Und ich sehe schon, die Oberfläche hat sich verändert in dem Moment, wo ich auf das Video geklickt habe. Und wir haben hier wieder einige Symbole, über die wir reden können. Wir haben zum Beispiel hier heroben, wenn wir wieder von ganz oben anfangen, wir haben hier oben dieses Symbol. Das nennt sich Autoplay. Das heißt, hier werden dann sämtliche Videos innerhalb einer Playlist abgespielt. Also es springt dann automatisch weiter, ohne dass ich etwas klicken muss. Daneben habe ich wieder die Möglichkeit, meinen Bildschirm auf ein anderes Gerät zu übertragen. Das nächste Symbol, also wir sind hier jetzt rechts oben in der Ecke, dieses CC, das bedeutet, dass ich hier Untertitel aktivieren könnte. Wenn das so weiß hinterlegt ist, dann sind die Untertitel aktiv und wenn es so nur so weiß umrandet ist, dann sind sie nicht aktiv. Daneben habe ich dieses Zahnrad wieder, also wieder rechts oben im Video habe ich diese Möglichkeit, das Zahnrad zu betätigen. In diesem Fall könnte ich dann hier zum Beispiel die Qualität vom Video ändern. Also das heißt, manchmal, wenn man schlechten Empfang hat, kann es helfen, die Qualität ein bisschen hinunterzuschrauben, weil dann geht es besser. Beziehungsweise die Wiedergabegeschwindigkeit. Wenn jemand sehr langsam spricht in den Videos, dann könnte ich hier die Wiedergabegeschwindigkeit ändern. Das heißt, jetzt ist es normal und da kann ich dann eben, habe ich unterschiedliche Wiedergabegeschwindigkeiten. Dann die Untertitel wieder. Bildschirm, das heißt, es wird mir dann groß gemacht, das Video, und es ist auch gesperrt, das heißt, ich kann dann nicht mehr herumdrücken. Und dann gibt es noch weitere Einstellungen, das heißt, das Video wird wiederholt oder den Modus, wie ich das Video schauen möchte, beziehungsweise wenn ich so eine Virtual Reality Brille habe, dann könnte ich die auch aufsetzen, dann würde mir das Video eben in diesem Modus abgespielt werden. Dann gibt es noch den Punkt Melden. Hier unten. Dieses Melden bedeutet, wenn in einem Video Inhalte vorkommen, die nicht in Ordnung sind, beziehungsweise wenn mir vorkommt, dass dieses Video gegen diverse Standards verstößt, dann könnte ich dieses Video hier melden. Dann würde es YouTube vorgelegt werden und YouTube könnte dann entscheiden, ob das Video online bleibt oder ob es entfernt wird von YouTube. Das waren einmal dieser Einstellung, dieses Zahnrad hier im Video ganz oben. Und dann gibt es hier natürlich, wenn wir ein bisschen so mittig schauen, wir haben hier dieses den großen Play-Button. Das kennen wir alle. Das ist um das Video zu starten. Dann haben wir Zurückspulen und Vorspulen. Und hier unten sehen wir, also quasi am unteren Rand vom Video, wie lange das Video geht, beziehungsweise wie viel schon abgespielt wurde, wo wir gerade sind. Hier haben wir noch eine wichtige Funktion, wenn wir am Smartphone YouTube-Videos schauen. Mit diesem Viereck kann ich meinen Bildschirm groß machen. Das heißt, so wie wir es gerade schon gesehen haben, wenn ich hier auf dieses Viereck tippe, dann dreht sich mein Bildschirm und wird groß. Das heißt, ich habe dann quasi über die ganze Bildschirmbreite
mein YouTube-Video. Plan machen kann ich das Video genau mit demselben Symbol, nur dass es jetzt eben so ein umgekehrtes Viereck ist. Also die Ecken zeigen jetzt nach innen und nicht mehr nach außen. Wenn ich da drauf tippe, dann habe ich wieder meine Oberfläche, wie ich sie vorher hatte. Es gibt dann noch ein paar wichtige Punkte beim Video anschauen, die zu erwähnen sind. Ich habe auf der einen Seite hier den Titel von dem Video. Der enthält meistens auch irgendwelche Suchbegriffe, die ich eingegeben habe. Dann sehe ich da darunter, wie viele Aufrufe das Video schon hat, wann es hochgeladen wurde. Nochmal darunter, also wir sind jetzt ungefähr in der Mitte des Bildschirms, habe ich den Namen von demjenigen, der das Video hochgeladen hat, in unserem Fall hier jetzt Kabel Plus. Also hier sehe ich das Profilbild, den Namen und hier sehe ich diesen Abonnieren-Button. Wenn ich hier jetzt draufklicke, verändert sich das. Dann habe ich hier eine Glocke. Das heißt, ich habe jetzt den Kanal von Kabel Plus abonniert und hier mit der Glocke kann ich dann sagen, ich möchte gerne über alle neuen Videos von Kabel Plus zum Beispiel benachrichtigt werden. Das heißt, dann würde mir jedes Mal eine Benachrichtigung geschickt werden, wenn Kabel Plus ein neues Video hochgeladen hat. Dann habe ich darunter habe ich noch Daumen hoch oder runter. Das heißt, mit diesem Daumen hoch und runter kann ich ausdrücken, ob ein Video für mich gut war, ob ich den Inhalt gut gefunden habe oder eben nicht. Daneben haben wir die Teilen-Option. Das heißt, ich kann dieses Video, diesen Link zu dem Video kann ich teilen. Das heißt, ich könnte ihn dann zum Beispiel über WhatsApp oder per Mail oder einfach nur kopieren. Ich könnte ihn dann jedenfalls weiterschicken und die Person klickt dann, der ich den Link schicke, klickt auf den Link und kommt genau zu diesem Video. Dann gibt es noch ein paar andere Funktionen wie Remix, Herunterladen, Speichern. Da ist wahrscheinlich die relevanteste jetzt einmal Speichern. Ganz außen. Mit Speichern könnte ich das Video zum Beispiel in einer Playlist von mir speichern, wenn ich mir das Video vielleicht später noch einmal anschauen möchte, dann und ich drücke auf Speichern, dann könnte ich eine Playlist aussuchen, wo ich es dann ganz einfach wiederfinde, wenn ich auf mein Profil gehe. Das waren jetzt die wichtigsten Punkte zum Anschauen von YouTube-Videos und gleich geht's weiter mit dem Kanal.